So Leute, das Spiel, das wir jetzt spielen, heißt Forgive Me Father 2. Es ist wahrscheinlich der Nachfolger von Forgive Me Father 1, aber ich habe keine Ahnung, weil ich das nicht kenne. Ich bin sehr gespannt. Denn es handelt sich um einen Ego-Shooter, der aussieht, als ob er aus den 90ern kommt. Tatsächlich ist er Ende letzten Jahres erschienen. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir starten einfach blind rein und gucken, was passiert. So, ich muss hier nur den Kopf verschieben. So. Oh, das ist aber eine hohe Maus-Sensitivity. Bei Gameplay. Da. Ei, ei, ei. Direkt mal die. Also. Ist immer noch sehr schnell, aber jetzt schon ein bisschen. Ich gehe mal. Ist mir immer noch zu schnell. Dann gehen wir auf 0,3 kommen. Das ist schon besser. Gruselspiel? Habe ich mir hier ein Gruselspiel angelacht? What the fuck? Leute, habe ich mir ein Gruselspiel... Ich dachte, ich zocke hier sowas wie Doom. Ich habe keine Lust, mich zu erschrecken. Muss ich hier irgendwas... Einsam, es ist natürlich auch Quatsch, dass jetzt hier irgendwo eine geile Waffe liegt, denn schließlich sind wir ja im Gefängnis. Oder ja, Asylum. Was? Asylum, steht da. Asylum, ja. Ich hab ein bisschen Schiss, die Musik macht mir jetzt schon ein bisschen kirre. Mich nicht erschreckt, ich habe nur den angemault, sag ich mal. Oh, guck mal hier, Cthulhu. The store, okay. Da ist ein Schalter. Wie kommen wir denn da hin? Da komme ich auch nicht rein. Was?
Was hat er gesagt? Das stand. Ich hab nicht gelesen. Ah, von oben, okay. Jesus Christ! Ja, ich wusste natürlich, dass es passiert, aber ich hatte gehofft, dass ich noch Zeit habe, mich wegzubewegen. Also war natürlich, so könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass das nicht der schlauste Move war. Ich dachte, das Fass brennt erst noch, ich gehe weg, dann explodiert's. Aber gut, jetzt wissen wir, wie diese Fässer funktionieren. Ein bisschen heller machen. Das erkennt man nix. Ich glaube auch, ne? Aber gibt es eigentlich Ducken? Ich glaube, es gibt gar kein Ducken. Attack, Reload, Next Weapon, Move, Jump, Flashlight. Es gibt kein Ducken. Es ist nicht wirklich viel heller geworden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, du hast wieder zurückgesetzt. Du hast nicht gespeichert. Ah, ja. Ach so, man braucht sich nicht ducken. Ganze Munition her. Wieder ein Headshot. Nee. Oh, Randy Maniac schreibt, Gore ist hübscher als in Teil 1. Du kennst also Teil 1. Dann bist du mir schon was voraus. Nee. Wo war denn jetzt nochmal? Das ist mir immer noch zu schnell tatsächlich. Zweimal durchgeballert bisher. Erzähl uns ein bisschen was über diese Reihe. Was zeichnet dieses Spiel aus? Schön oldschool oder was? Klassisches Schlüsselsuchen rot-blau-gelb. Also so tatsächlich so ein bisschen Doom-mäßig. Die Musik ist sehr laut tatsächlich. Ich glaube, das soll aber auch so sein. Der Artstyle hat was, ja, so ein bisschen Cell-Shading. Ah.
da noch so ein Spiel rausgekommen letztes Jahr. Blood West heißt das, glaube ich. Was auch so ähnlich ist. Yellow Key. Da ist er. Gute alte Blood West. Hieß das nicht Blood West? Wie hieß denn das? Da gab es noch so ein Spiel, das rauskam. Ich meine, das war Blood West. Es ist wirklich sehr laut. Ich muss sagen, so, das ist wundervoll. Da oben ist was. Okay, das ist ein klassisches Töte alle Gegner in einem Raum Gameplay. Das geht nicht. Aber jetzt habe ich irgendwas geöffnet hier. Was ist das? Oh, Flashlight. Das sind irgendwie, das sind nur Bitmaps, oder? Das sind doch nur... Warte mal. Das lege ich mir anders. Da komme ich her.
Ist schon interessant. Es gibt keinen Rennen-Button, es gibt keinen Duck-Button. Also es ist wirklich einfach straight up Oldschool-Geballer. Aber ich mag die Atmosphäre tatsächlich. Und es hat ordentlich Wumms. Also für Fans von so klassischem Doom-Geballer nicht so schlecht. Da war ich auf der anderen Seite, ne? Okay. Wieder rein. Moment. Alter, Orientierung. Naja, wie komme ich da rein? Das ist die große Frage. Hier. Sterben manchmal gar nicht. Man denkt immer, die sind tot, weil so viel Blut spritzt. Aber in Wahrheit leben die. Beziehungsweise. Guck, der hat einen Ersatz. Jetzt sehe ich das. Das ist ja lustig. Jetzt habe ich es erst gerafft. Der hat seinen eigenen Ersatzkopf immer dabei. Wenn du dem den Kopf schießt, dann setzt er den Ersatzkopf einfach auf. Das sind natürlich wirklich clevere Zombies. Das muss man schon sagen. Ey, das ist echt. Aber eine lustige Idee, habe ich so auch noch nicht gesehen. Da ist ja hier komplett die Orientierung verloren. Aber ich glaube, ich bin richtig. Wenigstens muss man sich hier nicht groß mit Loot oder so beschäftigen, denn hier gibt es keinen. Was ist das? Loot. Ja, außer so. Guck, habt ihr das gesehen? Wie er sich den Kopf aufgesetzt hat. Hier, guck, der hat den Ersatzkopf in der Hand. Wenn ich den jetzt aufsetze, zack, macht er den anderen drauf. Das ist ja echt lustig. Ich sehe schon, Munition ist hier so ein bisschen der Flaschenhals. Ah, ihr meint, ich soll mal den Ersatzkopf aus der Hand schießen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich höre nicht drauf. Was ist das? Token. Unlock new weapon variants by collecting tokens. Keep an eye. Some are very well hidden. Da kam ich her, ne? Ha. Hä, dann komme ich doch nicht von hier, oder? Ich habe schon ein bisschen Orientierungsprobleme, muss ich zugeben. Ja, wirklich alles gleich aussieht. Von hier bin ich gekommen. Von da bin ich gekommen. Aber wir gucken hier nochmal. Ah ja, okay, das geht hier einmal rum. Und einfach drüber jumpen? Nee. Sollte denen einfach keine Headshots geben, dann hat man eigentlich kein Problem.
Dr. Madness Pills. Warte mal, war ich hier nicht schon? Hä? Ach ja, okay. Das ist so. Okay, jetzt habe ich wirklich komplett die Orientierung. Jetzt bin ich komplett durch. Da sind wir reingekommen wegen dem Plakat, weiß ich das. Das heißt aber... Keine Muni mehr. Erstmal irgendwo Munition. Wir suchen uns erstmal irgendwo Munition hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber hier war ich doch schon. Es ist lustig, wie diese Bitmaps, diese kleinen Grafiken sich dann so mitbewegen. Och Mann. Jetzt so langsam kann ich, so langsam check ich's Design. So langsam. Sehr langsam. Ehrlich zu sein. So, dann hier rein. Haben die sich gerade selber abgeschossen? Ich glaube doch. Warum kann man hier noch lang? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Wo war denn überhaupt noch eine verschlossene Tür, ist die Frage. Da vorne? Nach Boss. Oh, was ist hier los? Ja, stark. Nicht vorher nachzuladen. Können die Türen öffnen? Ja, können sie. Verdächtig hier diese Matratzenfestung.
Jetzt habe ich hier schon einen geheimen Raum entdeckt und dann ist hier nichts, oder wie? Das ist ja merkwürdig. Why? Fight of incoming evil with dark tone. Eldritch Power. Fuck. Aber was ist jetzt anders? Was kommen die denn jetzt her? The fuck? Das Spiel macht erstaunlich viel Spaß, weil es sich wirklich sehr, sehr fluffig spielt, Leute. Also es ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen altbacken, auf den zweiten Blick auch, aber die wissen schon, was sie machen hier mit dem Spiel. Das ist schon, finde ich, nicht so schlecht. Vielleicht hier? Nee. Irgendwo muss man doch da hoch. Weiter hoch, ne? Okay. Oh, das ist eine sehr gute Idee, die Horde im Geheimraum schießen. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass die Horde vielleicht aus dem Geheimraum tatsächlich kommt. Sein, dass hier unendlich viele kommen oder was? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Different. Do you remember Pestis, Will? Our apartment in the Harbor District may not have been a fancy place, but it was always a spot to rest after the toils of the day.
Dark Tome equipped pages haste. Makes you the fastest gunman in the universe. You can lose your fire rate. So die Special Skills. Sieht aus wie Darkest Dungeon als Ego-Shooter. Tatsächlich, ja. Es ist echt der gleiche Grafikstil so ein bisschen. Ah, okay. Weapon Selection. Ah, okay, dafür brauche ich diese Tokens. 4 Tokens für so eine Knarre. 5 für den Blood Pumper. Shotgun habe ich. Double Barrel Shotgun. Oh, nice. Schade, schade, Popade. Wir haben leider nicht genug Tokens. Wo kriegen wir Tokens? Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Also wahrscheinlich einfach durch die große Tür. Ich mag das Spiel, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich mag ja sowieso Ego-Shooter, aber das ist ja... Mir gefällt der Style und irgendwie... Ich kann's gar nicht sagen, was es ist. Es ist die Einfachheit. Jetzt habe ich mich aus Versehen meinen Buff benutzt. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz einschätzen kann, ist wo könnte geiler Scheiß versteckt sein? Und diese Tokens, muss ich jetzt hier jedes Fass kaputt hauen oder jedes Fenster oder so? Da fehlt mir noch so ein bisschen. Hast schon lange kein Ego-Shooter mehr gespielt? Ja, das letzte war jetzt Half-Life, ne? Half-Life 2 hier im Stream. Also diese Tokens scheinen ja sehr wichtig zu sein für die Waffen-Upgrades, weil ich also jetzt auch in dem ersten Level gerade mal einen gefunden. Und du brauchst ja echt eine Menge. Hat man ja schon gesehen, dass so eine normale Knarre schon 3-4 kostet. Und da waren ja viele Waffen, die man freischalten kann. Also müsste man ja eigentlich schon auch im Laufe so einer Zock irgendwie die finden.
Boah, Darkest Dungeon, ey, hört mir auf. Ich habe das mal eine Zeit lang gesuchtet. Aber das hat mich irgendwann so abgefuckt, das Spiel. Obwohl ich es eigentlich echt mochte. Weil es halt echt einerseits so Spaß gemacht hat, immer wieder in den Dungeon abzusteigen und so und zu gucken, wie weit wollen wir gehen. Aber auf der anderen Seite, am Ende waren alle voll mit Blight und vergiftet und tot und keine Ahnung. Und dann hast du Charaktere verloren, die du irgendwie stundenlang gespielt hast und so. Das war echt. Das war so ein Rogue-like der frustigeren Sorte. Das ist halt immer so dieses Ding bei Roguelikes, wenn die diesen Sweet Spot zwischen Frust und Motivation nicht treffen. Das ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber dann kann es halt auch schnell nervig werden. Angst, jetzt irgendwelche Secrets zu verpassen. Was passiert, wenn man ins Wasser geht? Meint ihr, man stirbt? Nee. Siehst du? Fuck. Junge. Jetzt weiß ich auch, wie man taucht. So nehme ich. Hier ist bestimmt irgendwo so ein Token hier unten. Denn hier die ganze Zeit oben der Typ ist das. Wie komme ich denn zu dir, Boy? Geht's weiter auf jeden Fall. Das ist erstaunlich, das ist ein echt interessanter Mix mit dieser Bitmap Cell-Shading-Grafik, aber dann doch sehr guten Beleuchtungseffekten.
entsteht so eine, ja, schon eigenartige Stimmung. Aber no token. So wie ich das sehe. Wir können auch hier noch rüber. Warte mal, bevor wir jetzt hier weitergehen, ne? Da kamen wir her. Tja. Nee, kamen wir daher? Da kamen wir gar nicht her. Da gehen wir hin. Aber da gehen wir noch nicht jetzt hin, denn wir gehen erst hier lang, dann hier lang. Hier lang und dann hier. Da ist ein Token, siehst du? Der Loot Boy. Ich sag's euch, Leute. Jetzt gehen wir darüber. Dann gehen wir hier durch. Zack, und springen hier rein. Ich muss sagen, es ist auch sehr. Es wird, also, man muss nicht so präzise zielen, um hier einen Headshot zu machen. Sonst wäre ich in Counter-Strike um einiges besser. Verzeiht einfach sehr viel. Sei ich nur so ein bisschen in die Nähe des Kopfes. Jesus. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen die Ohren. Das ist ein Schlüssel. So falsch kann es also nicht gewesen sein.
Aha. Das ist ja interessant. Okay, jetzt verstehe ich's. Ich bin hier. Jetzt musst du hier, hier, nee, wie habe ich denn das gemacht? Hier. Dann hier. Da hoch. Da hoch. Auf, dann hier. Da war der Schlüssel. So, hier das Gebäude müssen wir noch checken. Aha, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du. Krass, da bin ich eben dran vorbeigelaufen. Gut. Okay. Checken wir noch hier, ob hier noch was im Wasser liegt. Aber 3 Token haben wir jetzt schon insgesamt. Das heißt, wir können schon eine neue Knarre oder sowas holen nach dem Level. Aber ich möchte natürlich die Double Barrel Shotgun. Aber ich möchte auch wissen, was diese Blutpumpe ist. Sieht man mal, was diese Fässer für einen Explosionsradius haben. Ich glaube, hier geht es schon wieder zu weit. Das geht zu weit. Ich kann hier gar nicht drüber jumpen. Es sieht so aus, als ob... Nein! Oh! Nein, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Jetzt komme ich nicht mehr zurück, glaube ich, oder? Komme ich hier nochmal rüber? Wer weiß, was ich da jetzt alles habe liegen lassen, ey. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Komme ich da nochmal rüber? Shit. Ich glaube nicht. Ja, der
der bounced hier so von den. Tatsächlich so von den Wänden ab. Guck mal, da ist noch richtig viel Action. Ich will da wieder hin. Ich da wieder hoch. Da komme ich nicht mehr hoch. Nee, geht nicht. Was soll ich machen? Hm. Geht's wohl weiter? Hier geht's auch weiter. Ich bin ganz schön verwinkelt hier. Guck mal, wie geil das ist. Also so eine aufgemalte Wand. Okay, es ist de facto eine aufgemalte Wand, aber ihr wisst, was ich meine. Wo denn? Ich sehe niemanden. Ist nichts auf diesem Tanker oder was? Ich suche natürlich hier alles ab, Leute, ist doch ganz klar. Wir brauchen die Tokens. Wenn ihr was seht, schreibt es gerne in den Chat. Also, falls ich was übersehe hier. Aber sieht nicht so aus. Was ist? Die Mühe nicht belohnt, im siffigen Hafenbecken nach Loot zu tauchen. Die Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Da ist ja ganz schön. Na, komm ich da nochmal. Da ist ja ganz schön was, aber jetzt komme ich hier nicht mehr. Hä? Ist aber auch ein bisschen komisch. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Was? Warum? Egal. Werde ich Topspin 2K25 zocken? Ist das schon raus? Das interessiert mich auf jeden Fall. Wenn es gut ist. Tennisspiele sind ja so. Es geht ja, gibt ja nichts Geileres als ein gutes Tennisspiel. Virtua Tennis, Jimmy Connors Tennis auf dem Super Nintendo, Final Match Tennis auf der PC Engine. Aber es gibt auch immer wieder crappy Tennisspiele wie Roland Garros oder so. Und generell wäre ich aber durchaus interessiert an einem geilen Tennisspiel.
Ey, ich bin mir sicher, ich habe einen Token da in der großen Area, im großen Areal, was ich da verpeilt habe. Und vielleicht hier noch bei den Schiffen. Das ist echt ein bisschen erstaunlich, dass bei den ganzen Schiffen nichts war. Aber, was sollen wir machen? Kann man hier noch irgendwas? Hier rüber. Nope. Tja. Guck. Zwei Gegner fehlen mir. Und das sind die zwei in dem großen Bereich. Und ein Secret. Jesus. Aber das bedeutet doch, man müsste eigentlich die alten Level nochmal spielen können, oder nicht? Ah, kaum sage ich's. Hier wird auch gezeigt zu 97%, 90%. Das ist ja lustig. So, jetzt haben wir drei Tokens. Jetzt können wir uns entweder die Axt. Wir können uns die Axt holen. Oder weitersparen. Die Pistole ist ja ein bisschen lame. Der Blood Pumper. Guck mal, hier gibt es später noch Rifles, Explosives und Exotic. Die hätte ich ja wirklich sehr, sehr gern. Die Frage ist, wie kriegt man die anderen Fragezeichen weg? Muss man die irgendwie... Weiß ich nicht. Und das hier... 330... Okay. Kann ich meine Haste hier noch verändern? Durch Guiding Light. Der Rest ist auch zu teuer. Improves your flashlight in almost every possible way. Passive. Ja, guter Punkt, ne? Wenn der Blood Pumper nicht exotic ist, was ist dann exotic? Ich finde die Optik gar nicht so schlecht. Also das ist auf jeden Fall stimmungsvoll. Auch hier der Nebel, wie der sich bewegt und so. Mit der Beleuchtung. Das ist schon ein interessanter Mix mit dieser... Cell-Shading-Optik gepaart mit diesem... Ah, guck mal, jetzt ist er wirklich sehr gut, das Licht. Bisschen abwechslungsreichere Gegner könnten es natürlich schon irgendwie sein. Aber das motiviert das Spiel, also das macht echt Bock, vor allem durch diese Tokens und dass man damit dann neue Waffen und Skills freischalten kann und so, das ist schon motivierend.
So. Okay. Das soll es erstmal gewesen sein vom Forgive Me Father 2. Ein kleines Spielchen. 20 Euro mit einem Soundtrack. Ich hätte auf meine alten Jahre werde ich echt nochmal so ein Ich bin immer so ein Heavy-Metal-Fan, ey. Das ist Forgive Me Father 2. Und ich muss sagen, mir macht das Spiel echt Spaß. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Und spielt sich super fluffig. Keine Ahnung, ich habe echt, ehrlich gesagt, nichts auszusetzen. Es ist genau das, was es sein sollte. So ein schöner Oldschool-Ego-Shooter mit richtig Wumms, vielen Secrets. Schönen Mechaniken, die motivieren. Ja, gefällt. Ich bin gespannt, ob es auch noch Bosse gibt und was einen noch so erwartet. Ich werde es auf jeden Fall wieder im Stream spielen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommis schreiben, gell? Tschö.